Hey Leute, es geht hier weiter mit Assassin's Valhalla. Das letzte Mal ist 2 Wochen her. Stammespferd. Kann sein, dass ein paar Sachen einfliegen. Ich habe aber keine Sachen gekauft. Weil irgendwie geht das nicht. Ich weiß nicht, mit der. Ich hasse das, ne? Ich kann 2 Themen euch sagen, die ich hasse. Einmal dieses SID-Check. Wer Sparkasse hat, weiß wieso. Ich komme da nicht rein. Keine Ahnung, ich bin zu blöd dafür. Du willst da rein, kommst aber nicht weiter. Du musst, steht da irgendwie, musst die Karte, dann krieg ich eine Nachricht auf mein Handy, nichts kommt an. Diese ganzen Codes, die man noch bekommt für Verzierung, dies, das. Da bist du Kürre, Alter, bei dem ganzen Scheiß. Früher war das viel besser, konntest du einfach zack, zack, zack machen. Jetzt muss alles mit abgeschüttet, das muss alles gesichert werden, das muss gesichert werden, das. Oh mein Gott, bist du erstmal Stunden beschäftigt und nichts passiert, nichts kriegt sich hin. Das ist mir zu blöd. Das ist mir zu hoch, weißt du? Und das andere, das habe ich, weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen hatte. Das andere, ja, du willst, also die schreiben mir hier, ja, dein E-Mail muss verifiziert werden, reinzukommen oder sowas. Aber ich krieg das nicht hin. Meine alte E-Mail-Adresse, die ich da im Ublay habe, die habe ich nicht mehr. Ich habe jetzt seit Jahren eine neue. Seit Jahren. Die andere ist gelöscht worden. So, und die wollen einfach. Ich meine, das kann man ja ändern. Die E-Mail-Adresse kann man. Aber ich muss erstmal verifizieren, damit das erst geht. Wie soll ich jetzt auf meine alte E-Mail-Adresse gehen? Das ist mir zu hoch. Ich hab dir jetzt eine Nachricht geschrieben, seit Monaten nichts passiert. Nichts. Null. Also. Ubisoft, ne? Ihr seid echt doof. Falls ihr das hört. Aber ich komme einfach nicht mehr darauf klar. Wieso muss man erstmal verifizieren, damit man die E-Mail-Adresse ändern kann? Null. Geht nicht. Null. Ey, da krieg ich zu viel, ey. Na, ich bin gerade am F drücken bei Cyberpunk, weil ich hatte vor kurzem jetzt Cyberpunk gespielt und da muss man alles auf F drücken, um zu aktivieren. Es ist eine Qual, das Spiel. Ach ja, wir haben ja hier noch ein paar Symbole. Nee, kurz haben wir alle geschafft. Ah, okay. Hier müssen Tränen, müssen wir noch sammeln. Ich wollte was sagen. Wir machen die Hauptquest weiter. Ich glaube, das ist vielleicht die letzte. Wir können da eh so danach vielleicht hier noch rumstöbern. Ja. Dieses Ubisoft, ne? Und dieses SID-Check, oh mein Gott, ey. Da habe ich gerade wieder so beschäftigt und das hat nichts gebracht, nichts. Oh mein Gott, Alter. Weil es gab. Ich hab hier mal. Kann mal zeigen. Hier zum mal zu deinen Schiffe auf. Es gab hier so geile Packs hier, ne? Ich denk mir so. Oh, geil. Mal. Gibt's auch. Hier, die Packs. Wollte ich haben. Die sind nämlich neu. Einmal hier den. Das sieht schon cool aus, oder? Mit den Hörnern. Die wollte ich mir holen. Aber nö, ihr wollt nicht, ne? Hä, wieso wird mir Age angezeigt? Achso. Wahrscheinlich, weil wir hier in dieser Welt sind. Der brennende Vogel. Ja, das ist schon geil. Aber wenn ihr mein Geld nicht haben wollt, dann halt nicht. Und die Eisrüstung passt ja eigentlich auch zu Winter. Ich. War es ein Drache? Das ist ja ein Drache. Komisch, das Reittier wird aber hier angezeigt, aber da nicht. Okay. Oder das ist ein Bug. Weil normalerweise müsste es ja eigentlich mal anzeigen. Warte mal, ich gehe nochmal drauf. Nö. Der Rentier wird mir angezeigt. Ansonsten gibt es, glaube ich, nichts Neues, ne?
Wieso muss ich sofort gehen? Guck mal, ich kann nicht mit der Pfeiltaste. Ich kann nur hier in dem Feld bleiben. Ach so, JC ist das. Ja, die Packs sind auch die älteren. Aber diese zwei sind neu. Also jedenfalls das hier, aber das hier habe ich letztes Mal auch nicht gesehen. Dann haben wir, glaube ich, habe ich eine Quest freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier verfügbar ist. Ich glaube, ich zur normalen Welt gehen. Schauen wir mal später mal nach. Erstmal mal hier via Story. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du kannst dich aufregen, wie du willst, dann passiert eh so nichts. Von daher lasse ich das mal. So. In dieser Höhle müssen wir rein. Alles klar. Ach, hier ist, glaube ich, die Schmiede oder sowas, ne? Ich weiß nicht mehr, was hier war. Ah ja, genau. Wir haben herausgefunden, dass Loki mit einem Wolf getrieben hat. Oder der Junge wurde verzaubert. Kann auch sein. Das glaube ich mal eher, weil ein Wolf hicken, Alter. Was geht mit dir ab? Was mit dir falsch im Kopf? Dass er nicht einfach in Asgard hat. Oh. Ich war nur neugierig, Zwerg. Es lag mir fern, dich zu beleidigen. Ich wollte nur mein Wissen erweitern. Die Zwerge geben nichts kostenlos her. Entschuldige die Ablenkung, Meister Schmied. Ich werde dich arbeiten lassen. Und? Was soll ich dir heute fertigen, Harvey? Bodenlose Hosen, falls du dir auf dem Schlachtfeld einscheißen musst? Was? Was wollte der Baumeister? Zwerge Ragnarok überleben. Worüber hast du mit dem Baumeister gesprochen? Harvey, meine freundliche Obhut. Du weißt, wir Zwerge geben nichts kostenlos her. Wenn du eine Antwort willst, verlange ich etwas im Tausch dafür. Und was? Eine verborgene Wahrheit, die nur dir bekannt ist, Weitblicker. Lass mich an deinem geheimen Wissen über die Welt teilhaben. Ich werde ziehen die Sonne und den Mond. Ist das hier neu? Ich meine, das wäre neu. Ich habe jetzt schon lange nichts mehr gemacht. Es gab auch ja ein Update mit dem Julfest, ne? Das ist so wie bei uns Weihnachten. Die Schwingung eines Adlers erweckt den Wind. Die Menschen werden Ragnarok überleben. Sonne und Mond werden von zwei Pferden über den Tag- und Nachthimmel gezogen. Skinfaxi und Chimfaxi sind ihre Namen. Und der Morgentau ist der fallende Geifer aus Chimfaxis schäumendem Maul. Wunderlich. Danke, Harvey. Also, du hast gefragt, was dieser Sack voll Schafsgedärme wollte. Er wollte wissen, wie Magie euren Huga beeinflusst. Warum sollte es ihn interessieren, wie mein Geist auf Magie reagiert? Nicht nur deiner, Harvey. Von euch allen. Aesir und Vanir. Ich sagte ihm, er soll seine Scheiße woanders schippen. Wenn das alles war, kannst du dich jetzt verpissen und mich arbeiten lassen. Wie redet er mit mir? Da wäre noch eine Sache. Kannst du mir eine unzerstörbare Kette schmieden? Ketten sind überbewertet. Ein schwaches Glied und sie ist wertlos. Lass mich ein Seil fertigen, das selbst Thor nicht zerreißen könnte. Es muss aber stark genug sein, eine mächtige Bestie zu fesseln. Ich werde meinen Schweiß in dieses Seil fließen lassen, Harvey. All mein Wissen und all meine Fertigkeiten werden es stärken. Und was erhalte ich dafür? Ein paar Schläge. Deine Freiheit. Meinen Dank und meine Gastfreundschaft. Was könntest du mehr wollen? Boah. Falsche nicht mit dem, der deine Eier in der Hand hält. Du könntest auch ins Land des Feuers zurückkehren, Ivaldi, und wie deine Brüder sterben, auf einem Spieß gebraten. Um solch ein Seil zu fertigen, brauche ich einige unmögliche Zutaten. Nennen sie mir. Sieh, ich habe die Sehne eines Bären, den Atem eines Fisches und... Den Tritt einer Katze? Die Wurzel eines Berges.
Wie finde ich sowas? Woher soll ich das wissen? Die Rätsel werden dich führen. Ich habe keine Geduld für Rätsel, Zwerg. Diese Rätsel sind so alt wie die Welt. Weitergegeben von Nyi und Nidi an Nordri und Sutri, Austri und Westri, Altjob. Ich verstehe. Ich bin bald zurück. Mhm. Dvalin, Bivor, Bavor. Ja, ist der Jod, Mann. Oh Gott. Hilfe! Hilfe! Und Gandalf, Windalf, Treintek und Thorin. Der hat die ganze Zeit zugehört. Wied und Wied, Nah und Nyran. Halt doch die Klappe! Oh Gott, ey, geil. Was ist denn hier denn? Ich will mal auf F drücken. Das ist immer das Problem. Man hat ja immer die Andersteuerung im Kopf. Wenn du es lange Zeit nicht mehr gespielt hast. Ne? So, jetzt müssen wir gucken, wohin wir müssen. Wohin muss man? Nirgends. Wir haben alles abgeschlossen. Mensch, das war ja super. Das war's. Cool. Dann, wollen wir dann woanders hin? Keine Ahnung jetzt. Tritt einer Katze. Ich finde einen Katzentritt. Was zum Geier? Wo ist die? Ich finde einen Katzentritt. Sieh mal nach, Sünen. Da oben. Da oben, über uns. Müssen wir über uns. Da über uns, da über uns, da über uns. Über uns, da über uns, da la 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 la. Was siehst du, alte Freundin? Oha. Ich hab was. Das ist eine Katze. Und ich schieße sie hoch. Was ist denn hier? Nein. Sieh für mich, Sünen. Ja, das ist da immer oben drauf. Wie weit die Skelze. Eine von Freyas Statuen. Wer hat dich da hochgebracht, Kätzchen? Sind die Folgen? So ist das also. Führe mich, Geschmack. Okay, da runter. Wohin führst du mich nur?
passieren jetzt? Hey. Hilf mir, sei meine Augen. Was ist scheiße immer, wenn die Gebäude so hoch sind? Sein. Die war ja nämlich in dieser Richtung geguckt. Ich muss sehen, was du siehst. Wo ist die Kackkatze? Zurück. Ach, da ist sie. Junge, was macht der denn da auf? Okay, jetzt ist sie da. Gedacht, dass man ein Geräusch einfangen kann. Feini! Dicke Kluppenkatze. Warum wird mir die ganzen Quests nicht angezeigt? Also, die ich noch hier zu machen habe. Ne, hier, warte, hier. Asgard, Wurzeln. Ah, hier ist sie. Wurzeln schlagen. Finde die Wurzel eines Berges. Ich weiß, was ich, da muss ich was suchen, ne? Ich hasse diese Suchquests. Quest gehe ich dann im Ende. Ein Questgegenstände? Aber ein Questgegenstände? Wo sind die denn? Hier. In felsigen Wiege auf Asgards höchsten Höhen schläft die Saat mit Jimmers kalten Griff. Wärme ich wach, bringt sie zum Wasser und alter Knochen erwacht zu neuem Leben. In felsiger Wiege auf Asgards höchsten Höhen. Hier. Asgard-Kluft. Ich würde sagen, ich mache hier einen Cut und mach mal am nächsten. Also ich mache jetzt erstmal hier ein paar Nebenquests. Paar Dinger. Mischen noch mit und ich glaube hier, das ist der Punkt. Wir müssen die ESO aktivieren, von daher nützt da nichts. Oder hier. Der ist auch hoch. Wo der ist höchst. Ja. Oder die Kirche ist am höchsten. Naja. Wir sehen uns dann gleich nochmal. Tschüss. So, ja, wir sind auf dem Berggipfel. Ich habe mich schon synchronisiert. Habe 2 Jimmersteine nicht bekommen. Der eine weiß ich nicht, wie man rankommt. Der andere, da müssen wir so ein Entzündungsfass hinbringen. Aber da ist irgendwie, da ist halt so eine Mauer davor. Ich weiß nicht, wie man die aufsprengt. Wo man das Ding herholt. Und der andere, der müsste auch hier irgendwo sein, den habe ich beim Hochklettern nicht erwischt oder so.
Ich guck mal. Zeig es mir. Was steht da? Ich finde die Wurzel eines Berges. Hier ist ja auch der Baum. Ich springe jetzt mal hier runter. Das sieht nach dem richtigen Ort aus. Okay. Wirklich. Zwerge würden Rätsel den Vögeln vorziehen. Da ist der Samen im felsigen Griff des Berges. Vielleicht befreit ihn etwas Hitze aus der Umarmung. Hitze. Braun. Feuer. Komm jetzt Feuer hierher. Scheiße ist das. Das ist scheiße, warte mal. Hat der automatisch eine andere Waffe? Bei einer hatte ich eben gemacht, da war die Gegner gezündet. Keine Ahnung warum. Was war so? Ich war ja durch die ganzen Schlund bei denen drin gewesen. Die Gegner sind immer respawn, Alter. Immer wenn ich zurückgegangen bin, alle wieder da. Alle wieder da. Keine Ahnung wie. Ja, ich weiß es nicht. Jetzt zündet sich auch das an, ne? Was machen wir denn da? Wir können auch kein Feuer oder so. Ich verstehe nicht, warte mal. Bin ich bescheuert oder bescheuert? Ja, zwei falsch kaputt. Lass mal machen. Attentatschaden ist auch nicht schlecht. So, zurücksetzen, ne. Wie macht man Feuer in einem Spiel? Ich muss gar mal was gucken. Ja, man hat auch eine Fackel, ne? Dann habe ich gar nicht gedacht. Die Saat wird keine Wurzeln schlagen, wenn ich sie nicht wässere. Wie wässern? Wie soll ich denn jetzt wässern? Motherfucker aufheben. Ah, okay. Kann ich auch werfen. Ja, gut. Ich hoffe, er trifft. Ich muss Ivaldi die Wurzel besorgen, bevor sie zu fest sitzt. Okay. Aha. Mal sehen, was du damit anfängst, Ivaldi. Okay. Ja, aber jetzt haben wir ein Problem. Wie kommt man an dem Ding daran? Oh, hier geht's noch irgendwo rein, warte mal. Ja, hier war ich natürlich noch nicht. Muss hier irgendwo sein. Ja, ja. Ja, 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 ja. Wohin damit? So, gehen wir mal dahin.
So, was macht das jetzt? Das ist da unten unter mir, ne? Das ist genau hier unter mir. Ist jetzt unten irgendwo ein Eingang aufgegangen? Die Kiste. War das vorher zu oder was? Okay. Ja, fehlen noch zwei. Ups. Sag mal. Einer, den ich nicht finde. Den Eingang dazu. Und einer, da muss ich wahrscheinlich die Fackel dahin werfen. Ich hab die ganz vergessen, dass wir eine Fackel haben. Junge, ich bin bei Cyberpunk gerade aufgewachsen. Hier hin. Draußen meint der Himmel. Sehe ich gerade. Sollen wir runterspringen? Autschen. So. Den ganzen Berg hier runterklettern. Mount Everest war das. Was wollen die mal fokussieren? Wie kann der Bau des Turms so schnell vorangehen? Dieser Fremde überrascht mich immer wieder. Oh, was? Wir waren doch gerade da. Oder die mit Tränen ist wahrscheinlich... Kommen wir erst später daran. Weil da... Genau, habe ich auch gesehen. Der Typ war da genau da. Alter, und der hat das so schnell... Hey. Der hat da irgendwas im Schädel. Irgendwas macht er da. Stimmt da was nicht bei dem? Ich glaube, das wird unser Endgegner. Sonst wären wir ja schon längst draußen. Stimmt da irgendwas nicht? Ivaldi? Hoi, sorry. Ich bin es. Also anders kann ich mir nicht erklären, weil da war noch ein Untergrund, wo ich reingegangen bin. Es war genau der gleiche wie beim letzten Mal. Also nichts Neues. Achso. Ja, gut. Hier müssen wir ran. So, warte mal. Jetzt, so. Und jetzt den hier. Wow. Das, ja. Ja. Mhm. Super. Da brennt alles weg. Es müssen die Seilen abbrennen und die Steine runterploppen. Normalerweise. Denn ich weiß echt nicht. Werfen. Oh, da ja. Hier irgendwie Fackel. Ich habe was gesehen. Hier, komm mal. Das bringt mich auch. Cool.
So. Alles klar. Ja, so. So schlau ist jetzt nicht nachgedacht, aber wir haben's. Hä, zwei? Laut Dingens müssen wir noch, aber nur noch eine. Guck. Was? Wo ist denn hier noch eine? Ich sehe nichts mehr. Außer jetzt noch hier die Sargstahle, wo wir die 30 abgeben müssen. Und hier die eine noch. Das ist, da wach mal da wir in der anderen Welt auf. Was wir mal machen müssten eigentlich. Hm. Ich gehe mal wieder zurück. Eigentlich sollte ich bei dem mal vorbeischauen, ne? Was bei dem falsch ist. Boah, Junge! Bam! Pflaster! Tot! War ein Sprung, Alter. Das war ein krasser Sprung, oder? Hier. Das war so. Wie kann man nur rein? Da unten. Ne? Kann man hier nicht rein? Wie weit will ich verarschen? 50 Meter unter uns. Ah, diese Wegmarkierung ist super, ey. Junge. Wir sind nicht wie eben. Verstehe, wer will. Sind wir da in der Höhle? Nix, ne? Nein! Oh je! Au, au, au! Alter, die Waldfee. Ich hab mich gar nicht in so hoch. Warum duckst du dich denn jetzt? Hat dich verletzt. Muss ich jetzt ducken. So, zum Geier. Was ist denn das jetzt? Dann Höhleneingang irgendwo. Oh mein Gott. Spiel, was machst du mit mir? Ja, wo ist denn das? Leck mich am Arsch. Hier? Glaube ich eher nicht. Hier ist auch kein Eingang irgendwo markiert. Was soll der Mist? Ey. Eben vor die Markierung in die Höhle rein, aber jetzt nö. Das ist so doof, ne? Mensch, das ist ja richtig die Markierung. Die zeigt mir ja hier. Hier ist die Höhle. Nicht da hinten, 70 Meter, nein. Junge. Was für ein Spiel. Aha. Ich erkenne einen Katzentritt, wenn ich ihn höre. Bring. Ich habe alles gefunden, wonach du verlangt hast. Wie schnell hast du dieses unzerreißbare Seil fertig? Sobald es fertiggestellt werden möchte. Diese Art von Magie darf man nicht drängen. Sie fließt in ihrem eigenen Tempo. Komm zu mir, wenn es bereit ist. Übrigens, nach unserem Gespräch über den Huger kam mein Vetter mit seiner eigenen Geistergeschichte. Ich glaube nicht an Zufälle. Dies ist also kostenlos. Was hat er gesagt? Borin,
Der Mann seiner Schwester trank Met aus Jötunheim und sein Huger landete in einer Ziege. Der Geist eines Zwergs im Körper einer Ziege? Noch seltsamer war, dass seine Schwester nichts bemerkt hat. Habi! Was? Zieh mich da nicht mit rein. Der Turm ist fast vollendet. Sei unbesorgt. Es bleiben nur wenige Stunden. Und doch zu viele. Ich fühle, wie sich die Falle um mich schließt. Die Falle zu erkennen, ist der erste Schritt, sie zu umgehen. Es kümmert dich nicht, wenn ich mit diesem Baumeister vermählt werde, oder? Ich lasse meine Königin keinen Grund zur Sorge. Es wird keine... Das beunruhigt mich nicht. Er würde die Hochzeitsnacht nicht überleben. Dafür würdest du schon sorgen. Du Lügenmaul, wieso kastriere ich dich nicht und du wirst seine Braut? Ich bin ein Mann. Es war falsch von mir, dich so zu benutzen. Ich werde den Baumeister stellen und die Wahrheit aus ihm herauspressen. Eine schwache Entschuldigung, aber fürs Erste soll sie mir reichen. Alter, ich sehe aber eine schwache Entschuldigung. Wenn du mit dem Baumeister fertig bist, was wäre die stärkere Entschuldigung? Er hat jede Gelegenheit genutzt, uns tiefer hineinzureiten. Wenn Loki Ränke schmiedet, sorge ich dafür, dass er bestraft wird. Blutschwur hin oder her. Abgeschossen. Der grüne Abschluss. Oh. Die letzte Quest.